Die Autokamera verfügt über zwei Objektive, eine hohe Auflösung und GPS. Verbinden Sie die Halterung mit der Kamera. Verbinden Sie Stativ und Halterung. Befestigen Sie die Kamera an der Windschutzscheibe und die Fahrt kann beginnen. Sie sehen nun ein Beispielvideo, bei dem beide Kameraobjektive aktiviert sind. So ist auch der Innenraum zu sehen. Im Folgenden ist nur die Frontkamera aktiviert. Sie können auch nur die Innenraumkamera aktivieren. Zum Abschluss sehen Sie noch, wie es aussieht, wenn Sie sich das Video am PC über die integrierte Software ansehen. Zum Video können Sie so unter anderem die aktuelle Geschwindigkeit und den Standort auf der Karte ansehen. Erwerben Sie diese und andere Autokameras auf www.alarm.de.